Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Attila. Mit dem Sven als Oströmisches Reich. Und dem Max als Weströmisches Reich. Und momentan befinden wir uns in einer Schlacht. Einer Schlacht gegen die Ägypter. Ja, die den Zipfel von Kleinasien angreifen. Ja. Und das tun sie mit großer Stärke. Allerdings können wir die Kavallerie... Wow. Ganz gut zurückschlagen gerade. Aber dafür, ne? Da haben wir den Moshpit, der anlegt. Was sind das für Schwertkämpfe? Alter, die Exploratoren sind schwach. Die Präventoren sind ein bisschen stärker. Die sind eigentlich scheiße. Mittlere Nahkampfinfanterie. Exploratoren sind scheiße. Die sind so wie Palatina, nur wesentlich schwächer. Also Palatina sind doch ziemlich stark. Nee, diese hier, ja, ich sag ja, die sind leichte Infanterie. Elite der Palatiner ist auch leichte Infanterie. Echt? Sind halt so eine, mittlere halt. So eine leichten, tragen so eine leichte Rüstung. Alter, ich kann die Kavallerie. Aber die sind nicht zu vergleichen mit den Palatiner Wachen, ne? Nee, Palatiner Wachen ist ja was ganz und anderes. Und die Dingens, die, aber die, nee, warte mal, die Palatiner können keine leichte sein, weil die, Palatinas nicht, na wobei doch, die sind eigentlich auch schon eher. Alter! Nee, die Palatinas müssen eigentlich schwere Infanterie sein, weil nämlich die Ausbaustufe von denen, die, Ist ja egal. Die sind ja schwere Infanterie. Ja, ich weiß, bei mir gibt's das auch gar nicht, aber. Protectoris Domestici. Die sind verdammt, die sind sehr schwere, die sind sogar noch schwer. Alter! Was, hä? Wieso fliehen die? Ja, weil sie Angst haben. Weil es regnet. Boah. Ja. Sind teilweise 30 Leute, die hier fliehen. Alter, ich finde das in Shogun viel besser. Da kämpfen die bis zum Ende. Ja, aber nur in Verteidigungs... Ja gut, wir sind ja in der Verteidigungsschlacht. In einem Vor sogar. Ja, wenn die eigenen quasi, wenn da nur noch der eine da ist. Ja. Von dieser Einheit ist nichts mehr übrig. Aber das heißt immer, dass man eine gute Chance hat zu gewinnen noch. Ja, sie sind zwar extrem demoralisiert, aber sie kämpfen. Das sind wenigstens noch Leute, die die Eier in der Hose oder im Schlafanzug oder wo auch immer haben, ja, aber... Oh, jetzt kann ich die Kontari... Oh, ja, eigentlich kann ich die Schlacht... Pff, ist ja nicht gegessen jetzt. Naja, jetzt komm. Jetzt können wir machen noch so viel kaputt, wie geht. Ah, greift die Kontari an. Ja, jetzt eben die Frage, was soll ich hier angreifen jetzt? Ja, die Kontari. Jetzt erstmal die Kontari. Es kommt, da kommt was. Ja, komm. Alter, leichte Nahkampfkavallerie. Naja gut, deine Bogenschützen sind halt gar nichts. Die weht sogar eine starke Windböe einfach um. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Nächste Kavallerie weg. Ja, diese Exploratoren sind halt scheiße, wenn sie einen von hinten angreifen. Jeder einer ist scheiße, wenn sie dich von hinten angreift. Ja, weil die sehr schnell sind. Also die haben eine Angriffsgeschwindigkeit, die sehr hoch ist. Jetzt bin ich gespannt, ob der Ägypter Bock hat, sein Gebiet nach Kleinasien heraus zu vergrößern und das einnimmt oder ob er es plündert. Wird es nur plündern. Wenn er es jetzt wieder reißt, dann, ja, dann brauche ich nochmal 9000 und ein Frühstück. Sextus Calidus hat es nicht geschafft. Ja, die Kavallerie ist wenigstens sehr stark dezimiert und er kriegt hier oben keine Fortbildung. Ja, Saturninus Musca, nein. Er selbst. Ich hab gedacht, er lässt mich in Ruhe, wenn ich Libyen abbrennen. Nein. Wie gesagt, deswegen habe ich ja auch Insulae Occidentalis noch nicht abgebrannt, weil sie das jetzt immer weiter angreifen und mir die Provinz scheißegal ist. Er ist an Land gegangen. Nee, das kann ich nicht schaffen. Na gut, musst du eine Armee nach Ephesus verlegen. Oder ich kümmere mich um ihn. Oriens greift Myra mit einem Fulls der Comitatensis an. Ich hasse diese kleinen römischen Staaten, vor allem weil die irgendwie sind die nicht richtig programmiert. Die greifen Sachen an, die sie nicht angreifen sollten. Wieso? Das ist eine eigene Nation. Die können angreifen, was sie wollen. Nee, weil eigentlich hier, die Sassaniden haben ja auch aufgehört, weiter zu marschieren. Die hier hingegen, die Sassaniden haben gerade ganz andere Probleme. Ja, es gibt hier deswegen keine greifen sie dich nicht an. Orients. Was soll ich da machen? Naja, kannst du nichts machen. Weil genauso wie bei mir bei Regium gerade, wo der Armenier mich angegriffen hat. Was auch immer ihn dazu veranlasst, von Armenien bis zu mir zu segeln, nur um meine Siedlung niederzubrennen, also. Okay, er plündert's nur. Everything is clear. Es klingt scheiße, aber oh. ich
Plündern ist mir das warten. Liebste. Ah. Sam. Ich habe keinen Hut mehr. Auch schön. Ja, das ist, weil du... Ja, was ja okay ist. So. Nee, ich hatte auch Hut, wenn du dran warst. Also. Ja, manchmal nein. Nein, so. Das war bisher nie so. Das ist wieder Rome 2 Scheiße hier. Schlachtberichte, entscheidende Niederlage. Nein, wieso sind die Kirchen nicht weg? Jetzt sind die downgegradet. So eine Scheiße. Ja, die Stufe 2 Sachen sind immer downgegradet. Ah, die Stufe 1 Sachen, ja Gott sei Dank, die sind weg. Gut. Ja, ist ja klar, dass die weg sind. Aber ich repariere die Siedlungen nicht, ganz ehrlich. Ich warte, das ist mir zu doof. Hab ich jetzt schlechte öffentliche Ordnungen bei mir im Reich? Ja, leck mich am Arsch. Ja, ich auch. Boah, ja, es liegt halt am Plündern. Das ist zum Kotzen einfach nur. Oh, ich liebe es. Zum Glück. Ey. Gehört Nikomedia noch dazu? Ja. Super. Mega. Das heißt, ich kann nicht nur den Aranisch angreifen und hoffen, dass der Abrasia nicht von rechts kommt. Ich glaube, ich brauche deine Armee doch bei Sinope. Nee, du willst ja die Rebellen da wegmachen, ne? Ja. Oder ich mach das schnell. Wie du meinst? Ja, weil ich nicht weiß, was bei Sinope auf mich zukommt. Wobei, der Abrasia würde dann auch erstmal, die beiden Siedlungen da bevölkern. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist ja so ein Wiederbevölkerer. Das würden wir dann sehen, wenn das wieder bevölkert. Dann Myra. Dann haben wir... Der hat mich nicht wirklich sabotiert. Nee, hat er nicht. Gut. So, dann haben wir Ephesos. Das wird... Oh nein. Der will Ephesos. Oder ich lasse Myra sein und gehe nach Ephesos rein. Mit der Armee. Weil der Oriens wird doch nicht Myra nochmal angreifen. Keine Ahnung, was der macht. Es sieht aus, als ob er nach Ephesos geht, aber warum sollte er so dumm sein und eine Provinzhauptstadt angreifen? Weil er sie einfach angreifen kann von See aus. Weil er anlegen kann. Ja, aber ja, du hast da trotzdem hohe Mauern und gute Verteidigungen in so einer Stadt. Nee, ich habe hier keine hohen. Das ist einfacher. Das sind diese, die du hast, diese Barbarenmauern. Ja, aber das ist ja scheißegal. Aber ich... mal, wie ist die öffentliche Ordnung hier? Nee, das ist schon echt weh. Also Myra... Nee, ich werde jetzt meine Armee... Mit meiner Armee werde ich jetzt benutzen, um diese asiatischen Rebellen da wegzuklatschen. Und danach werde ich deine Armee da unten bei Tarsus verstärken. Und dann marschieren wir gemeinsam auf Tarsus. Diese Separatisten müssen weg. Tarsus greife ich ja jetzt schon an. In der Echtzeitstadt. Da, wir haben Onaga. Und er hat... Vielleicht ist der Kaiser dabei. Oder? Ja, doch, ist wahrscheinlich. Ja. Der ist am Einflussbereich, ja. Ja, ist ein Pfeil dran. Ja, und er kann ja nicht zurückziehen. Wenn die Stadt angegriffen wird, dann kann er ja nicht Nein sagen. Nee, kann er nicht, soweit ich weiß. Nice, das heißt, wir werden nicht nur den Kaiser vielleicht töten, sondern... Ja gut, so, wird halt ein anderer Typ Kaiser. Jetzt können wir mal gucken, was die Hunden haben für eine Einheiten. Speerkämpfer der Steppe, Söldner der Agathyrischen Krieger, okay, die sind arschstark. Thrakische Söldnerkrieger auch arschstark. Du weißt doch, auf welche Zeit wir uns gerade so langsam aber sicher mal zubewegen, ne? Du meinst jetzt nicht Attila? Ja, klar. Attila persönlich. Attila persönlich wird uns richtig schön anal dreckig vergewaltigen. Alter, Magna Graecia ist komplett im Arsch bis auf Tarentum. Die haben alles kaputt gemacht. Alles. Bis auf den Hafen in Syrakus, der ist noch da. Ich kann keine Armeen mehr aufstellen. Weil Limit? Nee. Ich habe keine Kandidaten. Ich krieg keine Kandidaten mehr. Hä? Back das rum. Ich krieg keine Kandidaten mehr. Was hab ich in der Armee drin? Oder habe ich auch noch Scheißtruppen drin? Boah, ey, mich nervt das so. Das ist scheiß Drecksmakoman und diese Ebdani hier. Oh, ja, da ist der. Da ist der Alemanne, mit dem bin ich im Frieden. Ah, gibt der mal... Ah, scheiß, die waren dann... Hey, ist da viel von diesen blöden Gauten eingenommen worden. Gut, dass die Gebiete Elusa und Nabo da von Rebellen von mir besetzt sind. Es gibt so einen natürlichen Puffer, weil die Rebellen sind passiv, die greifen nicht an. Meinst diese komischen grauen Leute da, oder was? Ja, genau. Ja, die freuen sich nur, dass sie was haben. Ja, genau, die sind passiv. Und das ist ja das Gute. Och nö, jetzt belagert mich ja auch noch. Ach komm, ihr seid doch echt hart, gay. Lego Comitatensis hat er natürlich, genau. Elite der Ballista. Ja, genau, ist klar, oder? Alter. Elite der fucking Ballistari.
Na, immerhin nicht aus Ravenna. Ja. In Ravenna muss ich jetzt überlegen, was ich bei der abgerissenen Kirche hinstelle stattdessen. In Roma muss ich die Kirche jetzt noch komplett abreißen. In Ravenna werde ich wahrscheinlich ein gutes Statthalters oder sowas hinstellen. Das braucht öffentliche Ordnung da. Und ich stelle nach Nikomet. Nein, ich kann die Armee da. Och, komm schon. Ja, egal, dann hat er eine erhöht, dann hat er vielleicht, denkt er sich, oh, die Armee ist im Gewaltmarsch, die greife ich an. Das ist ja vielleicht mal ganz cool. Oh, was will der Aranisch überhaupt hier? Ja. Vor allem, da ist auch sein Anführer drin, ne? In der Armee. Ja. Ja. So, Trimontium, wie lange braucht die Armee noch? Tja, dank dieser neuen Neuerung. 2 Runden. Dann habe ich da 8-mal Legio. Hast du eigentlich Agenten? Keinen einzigen. Danke, ich auch nicht. Weil ich könnte, was kann ich überhaupt? Ja, ich kann sogar einen Veteran machen, aber nein. Nein. Die Antwort lautet nein. So, dann wollen wir uns gleich mal... Na gut, ich weiß nicht, ob sich da eine Echtzeitschlacht rentiert. Aber ich glaube, dass sich der Kaiser zurückzieht. Ich weiß nicht, ob sich eigentlich muss man da eine machen, weil das Kräfteverhältnis, es ist zwar zu meinen Gunsten, aber ne, man weiß nie. Ich vertraue dem nicht. Außerdem könnten wir dann vielleicht den Kaiser töten. Ja, das war auch gerade mein Gedanke, dass in der Echtzeitschlacht legt er auf jeden Fall an, weißt? Dann mach eine Echtzeitschlacht, hau rein. Ja. Wir wollen ja auch mal eine Schlacht haben, wo wir gewinnen. Ja, ich weiß, es denken sich alle, was? Aber ja. Ja, wir wollen mal eine Echtzeitschlacht haben. Ich finde, wir haben so wenig Echtzeitschlachten. Naja, eine, die gewinnen, ja. Wir gewinnen ja wirklich eigentlich nicht oft. So, wir haben hier, der Onaga, den habe ich von einem Rebellen, glaube ich, übernommen. Der Krieg scheint jenen süß, die ihn nie spürten. Ansonsten habe ich hier sehr viele Komitatenses, eigentlich viel zu viele, ich frage mich warum. Sehr viel Legio und ja, okay, das ist noch aus der Zeit, wo die Leves 2 Runden gekostet haben. Ich habe mir Söldner statt wichtigen Fernkämpfer geholt. Ja gut, aber die Söldner sind ganz cool. Ja, die Steinschleuderer, die hab, naja gut, von die Tores kann ich ausbilden, aber so, nein. Halt hier ganz normale Mauern, also es ist noch eine Stufe 1 Stadt. Kriegen die Städte später dann diese normalen römischen Mauern, wenn man die weiter ausbaut, schon, ne? Ab Stufe 3, ja. Ab Stufe 3 erst, okay. So, jetzt müssen wir uns eine Stelle suchen, wo möglichst wenig Zeugs ist an Türmen. Ich glaube mal die andere Seite, ne? Ich würde sagen, ja, ja. Wobei, ja, ich kann die Mauer einreißen. Ich wollte gerade sagen, ja, ich würde sowieso die Mauer einreißen, weil das Tor hat, glaube ich, sogar Öl, oder? Nee, hat's nicht mal. So hier? Aber, das ist ein Turm. Na gut, der andere, aber den kann man einnehmen. Ja, doch, sieht gut aus eigentlich. So. Ja, 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 okay. Auf die Reichweite schauen? Na, okay. Ja, die Reichweite, ja, recht passt. Locker. Passt. Gut, dann disponieren wir uns mal um. Genau. Ich wollte gerade sagen, Leitern, aber nee. Du kannst mir die Onaga geben, dann kann ich die Mauer gezielt einreißen, während du vorrückst. Und hab dann noch Munition, um dich vielleicht anders zu unterstützen. Na denn, ja, aber ich konzentriere mich aufs Fußvolk. Warte kurz. So. Schauen wir mal, was wir am besten... Ja, dieses eine Stück hier einreißen ist, glaube ich, am besten zum... Aber schau dir mal bitte... diese Armee an, wie sie jetzt steht. Schau dir die Menschenmasse an. Schau sie dir an. Das ist eine Legion. Wenn ich hinzoome, dann fangen sie alles husten an. Das ist eine Legion. Ja, okay, also meinetwegen kannst du starten. Das wird ein Sieg. Bisschen episch. Befehl verstanden. Episch. Feindliche Unterstützung ist angekommen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass du auch triffst. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die Ecke einbricht. Doch, die Ecke ist zerstörbar. Also, ob sie dann auch richtig einbricht, ja, weil ansonsten scheitert die Schlacht, glaube ich. Nee, da kann man auch mit Fackeln was machen, aber an sich würde ich... Ich habe genügend Munition, Sven, entspann dich. Ich kann auch das Stück daneben noch einreißen. Na, das wollen wir nicht. Also, oder du kannst dann noch den Turm, glaube ich, da hinten, das wäre doof, oder?
Den Turm könnte ich auch versuchen einzureißen. Aber nicht den dahin, sondern direkt daneben, ne? Oder? Ja, den direkt dahinter. Der andere ist zu weit weg. Ja. Wie sieht's mit dem Schaden aus? Ich sehe es gerade nicht. 70%. Sehr schön. Und ich habe noch fast... Ich habe noch mehr als dreiviertel Munition, also... 84. Bis jetzt hat jeder Schuss gesessen. Ja, das hätten die ganz wahrscheinlich nicht hingekriegt. Aber es kommen die nur... Ich wundere mich gerade, dass die echt nur einzeln kommen. Aber du kannst auch immer nur einen steuern, ne? Ich kann oder nur steuerst einen. Du gar nicht? Doch. Das sah so scheiße aus. Ja, das sah jetzt echt ein bisschen gay aus. So, ich schieß mal noch auf den Turm. Ja. Oh, der ist ein bisschen schwerer zu treffen. Ja, das ging daneben. Schade, dass da hinten nichts steht. Aber du hast einen Busch angezündet. Sehr schön. Wahrscheinlich brennt jetzt gleich die ganze Stadt nieder, deswegen. Das reicht aus, um den Turm noch zu zerstören, wenn du triffst. Ja, wie gesagt, der Turm ist gar nicht mal so... Ja, aber die KI trifft den auch nicht gut. Also, wenn man... Nee, hat nicht getroffen. Sah zwar aus wie so ein Schuss, der... Oh, der kommt gut. Sei froh, dass du kein Parkinson gerade hast. 50% Schaden. Jawollo. Das heißt, noch einmal treffen und dann... Jetzt hast du gleich einen Parkinson im Fadenkreuz. Wie bei GTA Online im Dart spielen. Ja. Oh, der kommt gut. Ah. Ja. Soll ich noch ein Stück Mauer einreißen? Nee. Ach, oder? Doch, mach das mal. Ich habe gerade überlegt, die Kavallerie, aber das ist Kundschaft der Equitas, das bringt nichts. So. Und ich lasse schon mal die mächtige Armee marschieren. Ja. Aber wie sich das anhört, das ist so Musik in meinen Ohren, wenn so viele Leute marschieren. Ja, ne? Preußischer Militarismus. Na, nicht laufen, marschieren. Weil laufen, okay, die holen sich zwar, aber... Ach, das ist epischer. Unser General wird angegriffen. Beschützt sein Leben. Hä? Warum wird's denn General... Whoa! Hä? Was ist los? Ja, das nennt man mal Angriff von der Seite, ne? Scheiße, das... Ich bin ja ganz total betriebsblind gewesen. Werden die Onager gerade angegriffen? Nicht. Ich kann es ja abwenden gerade. Der Kaiser, er ist hier. Was, der Kaiser ist hier? Oh, warte, ich richte die Onager mal anders aus. Nee, du kannst weiter die Mauer beschießen. Die Mauer ist kaputt. Achso, ja. Okay. Wo ist der Kaiser? Der ist ja da. Wo ist der Kaiser? Der kämpft gerade, der wankt, glaube ich. Muss er doch sein. Alter, der hat so viele Schiffe, echt? Nee, doch nicht. Appius Scapula ist der Boss von denen. Scheiße. Wo ist denn der? Er ist kämpft. Auf der rechten Seite, nicht die linke. Die linke ist ein anderer. Scheiße. Okay, die Legio lasse ich einfach stehen, weil die brauche ich nicht. Oh, die Schiffe sind so schwer zu treffen, wenn sie längs stehen. Doch, den... Das da war getroffen. Noch ein Schuss und das eine ist down. Ja? Sieht der gut kommt aus. Gut, der kommt gut. Ja, doch. Jawohl. Ha. Er hat einen Onager. Aber die haben weniger Munition. Aber bei den Onager weiß ich nicht, ob ich treffe. Soll ich es mal versuchen? Ja! Nein, das ist zu weit. Nee, es ist nicht so weit. Ich kann es schon ins Visier nehmen. Bloß umso weiter weg ist, desto... Oh, der kommt gut, glaube ich, oder? Schau... Nein. Ganz knapp zu kurz. Muss ich ein bisschen weiterziehen. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Ah! Oh, shit. Getroffen? Nee. Gar nicht. Ja, er nimmt mir halt mit dem scheiß Onaga ein bisschen meiner Infanterie auseinander, aber das ist nur die Komitatenz. Das ist überhaupt nicht meine Einheit, sind überhaupt nicht die Einheiten, die ich angreifen lassen will, die Stadt. Da sind übrigens nur 3 Einheiten drin. Nee, das ist da auch nicht getroffen. Wurde es direkt davor in Luft, in Feuer ging. Okay. Auch nicht getroffen. Unglaubwürdig ist aber so. Wo ist der scheiß Kaiser? Wo ist der noch? Jetzt killt die Schwuchtel. Killt die Schwuchtel. Alter. Diese Schiffe zu treffen, ne? Wow. Der killt mir noch meinen General.
Ah, ich habe aber gleich noch ein Schiff weg von ihm. Ja. So. Oh, das andere Schiff da steht, das steht besser da. Alles zurückziehen, damit er anlegt. Vielleicht zumindest Richtung Küste. Ja, die füllen halt ihre Munition auf, aber du hast gleich noch eins weg. Wenigstens das. Ich versuch's. Ich habe nicht mehr viel Munition. Einen Schuss hast du, glaube ich, noch. Los, komm, komm, komm. Nein. Ein Schuss hast du noch. In Gottes Namen, triff ihn. Ah, scheiße, er bewegt sich. Das ist jetzt kacke. Egal. Triff's noch. Fick dich. Ja. Ja, Mann. Ah, dafür wehrt er sich jetzt. Scheiße, scheiße. Oh. Na, okay, das hat nur einen getötet. Okay, gut. Währenddessen, Legio. Angriff. So, das war der letzte Schuss. Eine Einheit hat sämtliche Munition verschossen. Trifft er? Sehr lustig, wenn er One-Hit-Kill macht. Nee, okay. Natürlich nicht. Sehr lustig. Oh nee, auf der anderen Seite ist auch ein Onaga. Oh Mann, überall Onaga. Aber ich würde sagen, ich habe ganz gute Arbeit geleistet mit dem Ding. Drei oder vier Schiffe versenkt. Ich glaube, drei habe ich versenkt. Drei, ja, Schiffe. Mit nervigen Fernkämpfern. Ja, die immer wieder nachgeladen haben, blöde Arschlöcher. Zwei Mauerstücke und ein Turm zerstört. Läuft. Ja, ich muss meinen General schützen. Der, ganz ehrlich, der ist schon so richtig aus... Hä, was macht denn Onaga-Schiff da? Aber, liebe Freunde, den Sturm auf Tarsus, den... Ja, das haut ab. Den Sturm auf Tarsus müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen, denn wir sind mit dem Part leider schon wieder am Ende. Und wir hoffen natürlich, da seid ihr wieder am Start, wenn es wieder heißt Let's Play Together Total War Attila. Mit dem Sven. Und dem... Ah, mit dem Max. Bis dahin, ciao Leute. Ciao.